Die EWE Baskets Oldenburg haben sich nach dem letzten Hauptrundenspieltag in der Basketball-Bundesliga BBL gegen den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung seitens der Eisbären Bremerhaven zur Wehr gesetzt. Der Nordrivale war am Sonntag auch durch die Niederlage des Tabellenzweiten Oldenburg bei den Merlins Crailsheim 87:99 abgestiegen. Bildergalerie: Die hässlichsten Maskottchen der Welt. 32 Bilder. Die Bremerhavener tun gut daran, den Finger nicht auf andere zu richten. Den Abstieg aus der BBL haben sie sich selber zuzuschreiben, wird Geschäftsführer Hermann Schüller in einer Stellungnahme der EWE Baskets zitiert. Und weiter: Solche Statements sind eines Erstligisten unwürdig und zudem in der Sache bodenlos und unverschämt. Jetzt aktuelle Basketball-Fan-Artikel kaufen? Hier geht's zum Shop. Anzeige: Bremerhaven attackiert Oldenburg im Spielbericht zur Niederlage beim direkten Konkurrenten Mitteldeutscher BC. 87:90 hatte Bremerhaven die Oldenburger scharf angegriffen. In dem parallelen Spiel hätte den Eisbären auch eine Niederlage der Crailsheimer zum Klassenerhalt gereicht. Doch die Oldenburger, die den BBL-MVP Will Cummings geschont und stattdessen auf Jugendspieler wie Hujic Schroeder, auch den Sohn des Trainers Drian Schick, gesetzt haben, lieferten mit einer überraschend hohen 99:87 Niederlage eine blamable sowie wettbewerbsverzerrende Vorstellung ab und gaben somit ein klares Statement gegen den Nachbarn aus dem Norden ab, hieß es dort. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga: Robben spricht über Guardiola Zeit Fußball, zweite Liga: Magath und Seeler zerlegen HS Wind. Fußball, Premier League: Das Erfolgsgeheimnis von Guardiola. Fußball, Bundesliga: So planen FCB und BVB den Endspurt. Fußball, Bundesliga: Kovac sollte über Rücktritt nachdenken. Oldenburg ohne Verständnis: Oldenburg hat für diesen Vorstoß überhaupt kein Verständnis. Wer die EWE Baskets kennt und unsere Philosophie, die auf Fairness und Respekt beruht, der weiß, dass wir niemals irgendein Spiel absichtlich verlieren würden. So Schüller: Mitnichten haben wir, wie von den Eisbären unterstellt, auch nur ansatzweise ein Interesse daran gehabt, dass Bremerhaven absteigt. Wir hatten drei Spiele innerhalb von 5 Tagen zu bestreiten mit 2 langen Auswärtsfahrten. Punkt. Dass dann im letzten Viertel gegen einen Gegner, der ums Überleben kämpfte, die Kraft gefehlt hat, will man uns vorwerfen? Das ist einfach absurd. Let's block jetzt.